Tja, willkommen zu Newsbash Folge 17. Und damit zu Staffel 2. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Minecraft hat sich jetzt endlich zum 8 Millionensten Mal verkauft. Genau. Ja. 8 Millionen verkaufte Exemplare von Minecraft für PC allein. In letzter Zeit ist er jetzt auch häufiger so verlautbart worden, dass ja auch viele Computerspiele jetzt verfilmt werden sollen, darunter auch jetzt Assassin's Creed und Deus Ex. Assassin's Creed hat ja auch schon Hauptdarsteller gefunden, wie wir ja schon berichtet haben, Michael Fassbender, und soll vielleicht sogar schon nächstes Jahr gedreht werden und dann auch vielleicht Ende 2013 in die Kinos kommen. Der Regisseur von Deus Ex ist auch bekannt, das ist der Scott Derrickson. Und der hat der Tag, an dem die Erde Stillstand gemacht. Ja, irgendein verrückter Kerl aus sonst wo dachte sich, seine Tochter kann sich nicht gut genug mit dem Spielcharakter Link identifizieren. Darum hat er The Wind Waker genommen, ist gehackt und das ganze Spiel so umgeschrieben, dass es jetzt von einem Mädchen handelt. Und zwar die komplette Story plus alle Sprites und so. Und ihr findet den Link in der Beschreibung, falls ihr euch entsprechenden Hack runterladen wollt. Zu dem im Januar rauskommenden Video Game Crisis 3 von EA ist jetzt der erste Alpha-Gameplay-Trailer oder etwas längere Alpha-Gameplay-Trailer aufgetaucht, der dann ja auch in der total zerstörten und von Pflanzen überwucherten Stadt New York spielt. Tja, für das Samsung Smart TV sind jetzt die ersten Spiele rausgekommen. Das ist einfach Monopoly und Spiel des Lebens. Und das Interessante daran ist, man zockt diese Spiele eben direkt auf dem Fernseher, ohne eine angeschlossene Konsole oder sonst irgendwelche Peripherie. Man zockt einfach direkt auf dem Schirm. Ja, und in Griechenland hocken jetzt zwei AMA 3 Entwickler. Schon seit 70 Tagen. Die wollten da laut eigener Aussage nur Urlaub machen und angeblich haben sie da Militärspionage betrieben, indem sie diverse Kasernen oder ähnliches Militärkomplexe fotografiert haben. Ja, wir schreiben ja wieder das Ende des Jahres. Und zum Ende des Jahres werden ja immer die Video Game Awards verliehen. Zu den Nominierten zum Spiel des Jahres zählen dieses Jahr Assassin's Creed 3, Dishonored, Mass Effect 3, das Indie-Game Journey und The Walking Dead. Und gleichzeitig wird am 12.12.2012 auch noch der deutsche Computerspiele-Entwicklerpreis verliehen. Ja, der gute Gabe Newell, der Chef von Steam, der auch groß an der Produktion unter anderem von Half-Life 2 und Portal 2 und ähnlichen großen Spielen von Valve beteiligt war, der kommt jetzt in die Hall of Fame der Videospiele-Entwickler. Und da ist ja unter anderem auch schon Peter Molyneux und Konsorten drin. Hoffentlich findet er da irgendwie wieder raus. Ja, die Leute, die sich Black Ops 2 von den Computer gekauft haben, haben, wenn sie Pech haben, auf CD Nummer 2 statt Black Ops 2 Mass Effect 2 drauf. Das ist Fehler einer Prägeanstalt. Ich meine, beide Spiele sind von komplett anderen Entwicklern und Publishern. Und ja, wenn BioWare, der Entwickler von Mass Effect, hat jetzt gemeint, wenn Leute ein Beweisfoto von sich selbst mit der fehlerhaft gemachten CD einschicken, die ersten 50 bekommen dann die komplette Mass Effect Trilogie und kostenlos zum Download, ja. So klasse. So, jetzt sind auch erste Details bekannt geworden zu Mass Effect 4. Zusätzlich zu einer komplett neuen Story, einem komplett neuen Hauptcharakter, soll das Spiel jetzt anstatt mit, auch keine Ahnung mit welcher Engine das die ganze Zeit gelaufen ist, aber es soll jetzt auf jeden Fall mit der aus Battlefield bekannten Frostbite 2 Engine laufen. Ja, dann kommen wir zu unserem ersten Fokus-Target, GTA 5. Genau, und da sind jetzt ganz schön viele neue Infos aufgetaucht. Zum einen mal, was die Spielewelt anbetrifft. Und zwar sollen die so groß werden, dass die genauso groß ist quasi wie GTA San Andreas, GTA 4 und Red Dead Redemption zusammen. Und ich fand die einzeln eigentlich noch schon größer. Noch größer. Boah. Als die drei Spielewelt zusammen. Das ist ein Wahnsinn, ey. Dann haben wir Hauptcharaktere, drei Stück eigentlich mal. Zwischen denen kann man die ganze Zeit überwechseln. Und genau. Die haben alle drei ihre eigene Story. Und wenn man einen von den dreien zockt, gehen die anderen beiden quasi in der Stadt ihrem Tagewerk nach und machen das, was sie für richtig halten, haben geregelten Tagesablauf, mehr oder minder, wie man das von Kriminellen halt. Ja, so Banküberfälle halt und. Um Banküberfälle soll es sich hauptsächlich drehen? Genau. Es wird der Hauptaspekt der Spielestory, es wird Banküberfälle geben und Banküberfälle und Banküberfälle. Im Gegensatz zu den vorherigen GTA-Teilen haben sie natürlich jetzt auch einiges geändert, nämlich gibt es zum Beispiel keine Romanze mehr. Es gibt keinen Immobilienankauf mehr, was mich ein bisschen wundert, also dass man sich nicht mal mehr ein eigenes Haus kaufen kann. Das ist ganz komisch. Es gibt allerdings jetzt viel mehr Fortbewegungsmittel.
im Gegensatz zu den vorherigen Teilen. Fahrräder, Roller. Ich meine, das war ja in GTA 4 war ja schon eine Vielfalt an Autos und dergleichen. Ja. Aber jetzt gibt es noch mehr Flugzeuge und zwei Räder, jede Menge soll noch dazu kommen. Ja, es soll auch überall in der Spielwelt verstreut dynamische Missionen geben. Das heißt, ihr geht irgendwo rum und findet dann einfach eine Mission, die da rumliegt und macht die dann. Ja, ähnlich wie bei Skyrim halt. Überarbeitet haben sie auch die Gefechte im Gegensatz zu den vorherigen GTA-Teilen. Und zwar soll bessere Nahkampfsteuerung geben und generell auch bessere Fahrzeugsteuerung. Was genau Schießereien sollen anspruchsvoller sein. Weil in den vorherigen Teilen kommt man einfach rumlaufen und quasi einfach alles wahllos abknallen. Ja. Und das soll das ja ein bisschen schwieriger werden. Im Großen und Ganzen soll auch die Physik viel angenehmer und realistischer rüberkommen. Man erinnert sich an GTA 4, wo man an Bordstein fährt und erstmal durch die Windschutzscheibe durchknallt. Mhm. Sowas soll nicht mehr vorkommen. Genau. Und eingebaut haben sie auch Minigames. Minigames, das ich eigentlich ein bisschen komisch finde. Okay. Unter Minigames verstehe ich ja, eigentlich sowas, was eigentlich nicht zu GTA 5 passt oder generell nicht zu GTA passt. Sowas wie Yoga oder Golf, das sind wirklich Minigames, die es in dem Spiel geben wird, in dieser riesigen Spielewelt. Aber das macht es ganz interessant, da macht es dynamisch. Weil im Prinzip ist es ja wirklich so, die haben eine Spielewelt, die wollen eine Spielewelt erschaffen, in der man alles machen kann, was man will. Ja. Im Prinzip. Also darum passt das, also in das Spiel passt rein, schon. GTA reinpasst. Wird man sehen. Ja, dann zweites Fokusthema, nämlich geht es um ein weltweites Ranking-System, was vom Chef von EA gefordert wird. Genau. In Amerika gibt es da ja bekanntlich die ESRB, also das ist die Rating-Agentur. Ich kenne bestimmt dieses Rated A for Adults und Rated E for Everyone und so. Genau, und T for Teens und keine Ahnung, was es da alles Mögliche gibt. In Deutschland gibt es ja, nur in Deutschland gibt es ja die USK. Im Rest von Europa haben wir die Peggy 12. Genau, und der Chef von EA fordert jetzt eben, oder schlägt zumindest vor, dass eben weltweit generell für alle Spiele, egal auf welchen Konsolen, auf PC, selbst für die Handy-Games, auch für die Facebook-Games zum Beispiel, dass für die wirklich ein einheitliches Ranking-System eingeführt wird, weltweit. Also, dass wirklich alles bewertet wird quasi, also... Alles, was irgendwo spielbar ist, auch Flash-Games und ähnliches, Browser-Games. Also jeder Scheiß eigentlich. Ja, wie lange gibt's da fast schon gar nicht so viel? Nö, eigentlich nicht. So, dann vergeben wir jetzt jede Folge noch den Newsbash Fail Award. Und dieser Fail Award, der erste seiner Art, geht an... THQ. Genau. Wir haben schon etwas darüber berichtet, THQ kämpft gerade ein bisschen mit dem Geld, die sind andauernd pleite und dann wieder doch nicht und dann doch wieder pleite. Jetzt haben sie noch Release-Termine verschoben von Spielen, angeblich zur Qualitätssicherung, aber wahrscheinlich, weil sie sie einfach nicht rechtzeitig fertig kriegen. THQ sollte verkauft werden, aber es will einfach niemand. Ja. Und jetzt kommt zu guter Letzt noch oben drauf. THQ schuldet irgendeiner Bank verdammt viel Geld. 50 Millionen. Und die haben die halt einfach mal eiskalt nicht zurückgezahlt. Die hätten sie jetzt zum Ende September eigentlich, glaube ich, schon zurückzahlen müssen. Ja, zu Ende September schon, ja, genau. Und keine Anstalten gemacht, das zu tun und... Ja, wie jetzt die Zukunft von THQ aussieht, wissen wir nicht genau. Aber ich glaube, THQ hat einen Verlust von, ich glaube, 229,9 Millionen oder sowas gemacht. Es ist halt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wodurch genau. Ich glaube auch Darksiders 2 ist auch für THQ. Ja. Hat sich ja nicht mal 2 Millionen Mal verkauft, was ja eigentlich der Renner werden sollte. Und es ist halt, sieht düster aus, wirklich düster. Also THQ, Top-Kandidat für den Newsbash Fail Award. Ganz genau. Ja, jetzt haben wir noch so ein bisschen was Diskussions-Meinungsaustausch-mäßiges. Der Grundgedanke ist, Google hat ein neues großes Projekt bekannt gegeben namens Ingress. Bei Ingress könnt ihr zum Beispiel relativ einfach mit eurem Smartphone, so wie diesem Ding hier, eine App runterladen namens Ingress. Diese App gibt euch dann über euren aktuellen Standpunkt Orte in der Nähe bekannt, wo ihr hingehen müsst. Und an diesen Orten könnt ihr dann sogenannte Portale einnehmen. Diese Portale werden von zwei Fraktionen umkämpft. Ihr gehört dann halt zu einer der beiden Fraktionen und müsst diese Portale für eure Fraktion einnehmen, im echten Leben. Also ihr müsst wirklich da hingehen per GPS und WLAN, wird überprüft, ob ihr wirklich da seid. Und müsst halt quasi Gebiete in den Städten für eure Fraktionen einnehmen. Wenn ihr mehrere Portale in einem Gebiet eingenommen habt, dann gehört dieses Gebiet euch und ihr kontrolliert es. Und das Ganze soll noch ein bisschen aufgebaut werden. Die Frage ist jetzt, das ist an sich ziemlich cool. Also momentan, die App ist noch in der Closed Beta. Ihr habt da unten einen Link in der Beschreibung irgendwo da, wo ihr euch für die Closed Beta anmelden könnt. Die Frage ist es eine gute Entwicklung, in die Videospiele damit gehen? Weil... Videospiele gehen jetzt immer mehr ins echte Leben. Da hat die Wii schon einen großartigen Anfang mitgemacht, dass man halt Spiele halt mit seinem eigenen Körper spielt und nicht nur mit den Händen und den Augen.
Und ja, was hältst du davon? Ja, ist auf jeden Fall eine Revolution, könnte man sagen, in der Videospielbranche, weil bisher gab es das ja so in der Art gar nicht. Also, dass man wirklich in der freien Welt einfach rumläuft und dann quasi wirklich auf seinem Smartphone angezeigt bekommt, ja, da ist jetzt ein Portal, geh da hin, nimm das ein. Natürlich ist es natürlich nur möglich, Portale einzunehmen, die jetzt hier in der Nähe sind. Ich meine, ich reise jetzt nicht nach Berlin, an den Alexanderplatz und nehme dann da ein Portal ein und gehe wieder nach Hause. Das wäre natürlich richtiger Quatsch. Aber Frage ist halt auch, wie wollen die das machen, wie viele Portale wird es geben, wie wird das dann angezeigt, wer jetzt quasi besser ist oder wie wird es dann... Ja, was wird es für einen Vorteil bringen? Also, ja, wenn du ein Gebiet kontrollierst, was hast du davon? Aber ich habe keine Ahnung, ich denke, es geht da einfach nur so um diesen, sag ich jetzt mal, Machtkampf. Ja. Ich glaube, es hat einfach gar kein Ziel, sondern nach dem Motto, man kann sagen, wir sind jetzt die Besseren, weltweit die Besseren, weil die App gibt es ja weltweit, also da machen quasi alle aus allen Ländern mit oder können zumindest mitmachen. Und ja, also ich finde es schon ein interessantes Konzept. Frage ist nur, wenn es vielleicht ausartet. Die PSP hat ja schon mal was Ähnliches gemacht. Für die PSP gab es eine Kamera zum oben draufstecken. Und damit konnte man durch die Welt gehen und die Kamera hat dann quasi die Welt abgefilmt, aber hat so Monster eingeblendet, die halt zum Beispiel über deine Möbel laufen und so. Und dann musstest du die halt mit der PSP jagen, musstest sie fangen oder töten oder wie das immer. Ah, okay. Also da gab es auch schon mal so ein Konzept und das war eigentlich auch ganz interessant, das hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Das hat einfach fast niemand gespielt. Und da ist die Frage, wollen die Leute sowas überhaupt? Also, ja. Glaubst du, das Projekt von Google Ingress könnte was werden? Es könnte in der Hinsicht das werden. Es ist ja Free-to-Play, soweit ich weiß. Also, noch Free-to-Play zumindest. Aber es ist Google, also wird das wahrscheinlich noch sein. Ja, nehme ich jetzt auch einfach mal an. Und ich denke schon, wie viele Downloads hat es jetzt? Seit drei Tagen im Play Store, genau. Und hat schon über 100.000 Downloads. Und ich denke, also wenn man jetzt schon so das schon so sieht, dann denke ich mal, eine positive Zukunftsprognose ist durchaus möglich. Ja, man muss sagen, wenn ein Spiel nichts kostet, probieren es erstmal viele Leute aus und ob es dann dabei bleibt, ist die Frage. Gut, aber wenn halt so gut wie niemand mitmacht, hat das Spiel ja auch keinen Sinn oder keinen Witz, sag ich mal. Das ist ja langweilig, wenn du ein Portal einnimmst und dann bleibt es halt 5 Tage einfach eingenommen und du musst nichts tun. Was ich halt interessant finde, ist ja wirklich, dass es weltweit ist, also dass es dass alle mitspielen und dass alle vor allem auch gleichzeitig mitspielen. Ja. Die Frage ist halt auch, wie managt das Google, dass es dann alles so... Ich weiß nicht, also wenn das Spiel, sag ich jetzt mal, gut läuft, so gut läuft, dass es wirklich sofort quasi übertragen wird. Es nimmt einer irgendwo in Tokio so ein Portal ein, rein theoretisch. Und dass es dir dann quasi sofort angezeigt wird, okay, wir haben jetzt ein Portal in Tokio verloren. So in die Richtung jetzt. Cool, aber dann hast du wahrscheinlich einen totalen News-Overflow, weil es wirklich richtig viele Portale gibt. Ich denke, das könnte man gut mit so einer Map machen. Ja. Wo man dann ja, so das sieht, Spiel soll ja auch eng verknüpft mit anderen Google-Apps sein, wie genau, Google Street View und Google Maps. Google Maps und ähnlichem. Also genau. Hat man da wahrscheinlich dann den direkten Zugriff über Google Maps sich anzeigen zu lassen, wo in der Nähe Portale sind. Also und welche eingenommen Google Earth, dass man quasi Google Earth hat, man kann sich quasi die ganze Welt angucken und dann zum Beispiel rot ist jetzt das gegnerische Team und blau das eigene, so in die Richtung. Und ja, es ist schon interessant, aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir verfolgen es auf jeden Fall mal. Also ich werde mich jetzt noch für die Beta anmelden, werde es auf jeden Fall mal anzocken, wenn ich genommen werde für die Beta und ja, ich werde es mal ausprobieren. Halt euch auf dem Laufenden. Du wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich würde wahrscheinlich auch mal holen. Hat ja sonst nichts zu tun. Ja. Und, ja, aber ich finde, das ist eine interessante Richtung, in die das alles geht. Aber schon, ja. Finde ich auf jeden Fall mal eine gute Idee. Zum Ausprobieren auf jeden Fall. Ja, es soll ja, glaube ich, auch mehr ein Testprojekt werden als ein richtiges Spiel. Mhm. Ja. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit der ersten Folge der zweiten Staffel von Newsbash. Ja, und weil wir motiviert bleiben wollen und natürlich unsere Zuschauer zufriedenstellen wollen, postet konstruktive Kritik, was wir besser machen sollen, was euch nicht gefallen hat, was euch gut gefallen hat am neuen Konzept, unten in die Kommentarbox und für den konstruktivsten Beitrag, der uns wirklich weiterbringt, hau ich mal wieder einen Preis raus, wird dann in der nächsten Folge bekannt gegeben, wer den gekriegt hat und... Ist auf jeden Fall ein toller Preis. Bei mir gibt es nur tolle Preise. Ja, natürlich, das weiß ich. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, nächste oder übernächste Woche. Schauen wir mal. Bis dann. Bis dann.